Hallo und herzlich willkommen bei der Fahrschule Stumpf in Nürnberg. Wir wollen euch wieder eine Grundfahraufgabe zeigen, und zwar das rückwärts quer einparken nach rechts. So, dazu haben wir euch ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe mitgebracht. Hier ist die Parklücke, das soll also neben dem Bus hier einparken. Und auch hier gibt es wieder Einlenkpunkte. Dazu gehen wir mal kurz an das Auto, an das Fahrzeug. Wir haben jetzt hier den Balken, wenn der Fahrschüler Maxi über den Balken in einer Linie schaut, dann sollte er die Mitte dieses Fahrzeugs sehen. Das heißt also, in einer Linie gedacht, wenn er hier rausschaut, die Mitte des Fahrzeugs sehen, dann beginnt er zu lenken. Und dann sollte er eigentlich sofort in die Parklücke reinkommen. Voraussetzung ist, dass wir hier genug Platz haben, das heißt mindestens 1,5 Meter Platz. Nicht zu eng heranfahren an die Fahrzeuge, weil sonst klappt es mit dem Bogen nicht. So, dann probieren wir es mal aus. Das war also das Einparken rückwärts quer in eine Parklücke. Bitte dran denken, die Fahrzeuge sind unterschiedlich beschaffen. Wir haben es jetzt mit diesem schwarzen Balken gemacht. Im VW Tiguan, sprecht mit eurem Fahrlehrer, wo die Einlenkpunkte sind. Wenn ihr euch aber an diese Einlenkpunkte haltet und auch an den Abstand zu den einparkenden Fahrzeugen, dann sollte es sofort klappen. Viel Spaß dabei!